Hallöchen und willkommen zurück zu einer der letzten Episoden von dieser Kampagne. Ich muss sagen, es war wirklich ein sehr, sehr abenteuerliches Spiel, habe ich schon ein paar Mal gesagt. Und es ist wirklich schön. Jetzt sind wir da langsam am Ende. Ich habe da alles besiegen können rundherum, alles eroben können. Und ich muss sagen, es war dann recht einfach. Nach dieser kleinen Mauer hier, ohne Katapult oder so, konnte ich alles da niedermähen, weil es keine Mauern zwischen diesen zwei Dingen gab. Also wirklich, dann ging's. Und nun zum finalen Schlag in die Stadt. Okay, also gut. Dann lass uns da mal starten zum finalen Schlag. Ich muss zuerst noch all meine Truppen sammeln, wie man sehen kann. Aber ist glaube ich schon okay so. Ich brauche da meinen Rahmenkarren. Haltet die Augen offen! Und einen Haufen Truppen. Seid gesegnet! Ihr und alle, die gegen den Roten Prinzen kämpfen. Wir werden stark sein wie nie zuvor. Erzherzog muss ich jetzt nicht werden. Stein habe ich in Hülle und Fülle. Ich glaube, das ist gut. Ein bisschen Mangel an dem hier und dem hier. Einem so, Steinmetz fehlt es an Stein. Aber ansonsten ist gut. Essen ist wirklich recht viel verfügbar. Und ja, also ich will jetzt hier nicht noch diese drei Gebäude bauen und warten, bis 30 Gebäude mit dem ausgestattet sind. Das will ich jetzt nicht. Aber gut. Rahmenkarren hinauf und hinüber. Jawohl! Schon unterwegs! Schon unterwegs! Wie ihr wünscht! Schon unterwegs! Wie ihr wünscht! Alles klar! Wie ihr wünscht! Auf euren Befehl! So. Angriff. Alles klar! Alles klar! Sehr gut. Wirklich toll. Was? Keine Truppen hier drin? Das ist schon doof. Und wo ist überhaupt der Rote Prinz? Der müsste irgendwo hier sein. Moment. Ah, da ist er ja. Da ist er ja, der Rote Prinz. Schön. Jetzt die ganze Verteidigung ausgelöscht oder wie? Sieht irgendwie so aus. Jawohl! So, ist auch das. Kann ich jetzt schon da einen Schwertkampf wie ihr wünscht. Der geht da jetzt auf einen. Seid auf der Hut! Katapultkorn zu. 1 und 2 und 3. Ja gut. Dann schicke ich sofort die ganze Armee in die Mitte. Und noch einmal. Einem Steinmetz. Schon unterwegs. Fehlt es an Stein. Abbauen lassen. Die brauche ich nicht mehr. Unsere Truppen werden angegriffen. So. Jetzt geht's rauf. Und hier hin. Ja, so gegen Ende zu wird es wirklich nicht mehr so spektakulär, weil eigentlich alle Truppen weg sind. Ich habe da überall alles abgeschlossen, jeden Zugang. Das ist toll. Was will der denn bauen? Ah, ein Tor.
Aber keine Katapulte. Also jetzt wirklich als letztes hätte ich jetzt mir doch schon ein paar Katapulte gewünscht. Aber gut. Und vielleicht wäre es zu schwierig gewesen. Okay, es wäre unmöglich gewesen, eigentlich zu... ihn zu besiegen, aber eigentlich schon. Hätte er jetzt hier 6 Katapulte gehabt, man hätte dann niemals gewinnen können. Ganz ehrlich, das wäre gar nicht gewesen. Da wäre ein Trebuchet nötig gewesen. Das ist mal ein bisschen zum Denken, ne? Das kann wirklich auch zu viel werden. Na, Rotter Pilz, gib's auf. Vorwärts! Gut. Einsacken und Abmarsch! Schau dich noch schnell. So. Und hier. Oh, wow. Oh, wow, wow, wow. Das Lagerhaus. Die letzten Momente. Wir haben hier gekämpft. Diese Stadt haben wir eigentlich was nicht gebracht. Okay, nein, Trebuchet. Aber sonst habe ich nicht gehandelt. Das war eigentlich recht gut hier. Also, man muss zuerst die Trebuchets aktivieren und dann die grünen. Dann ist gut. Ansonsten, es war ein schönes Spiel. Der rote Prinz ist jetzt weg. Also bald weg. Und bald wird wieder Frieden eingekehrt sein. Wir haben eigentlich ein riesiges... Einem Steinmetz fehlt es an Stein. Gestartet. Wir haben ja diese Stadt gehabt am Anfang, die erste Mission. Und sind da langsam weitergekommen. Aber Lande erobert. Und da sind wir jetzt also. Hier sind wir jetzt endlich angekommen. Zur Destruktion. Wow, wow, wow. Nur noch ein paar Schläge. Bald ist es weg. Bald, bald, bald. Oh ja. Nur noch ein paar Mal. Noch ein paar Schuss. Und dann ist der rote... Wir haben die Stadt des Roten Prinzen zerstört. Rosotores ist gefallen. Die Schreckensherrschaft des Roten Prinzen hat ein Ende. Lasst uns diesen Tag feiern. Rosotores ist gefallen. Der Rote Prinz ist geschlagen. Unsere Allianz hat gesiegt. Eure Herrschaft und euer Reich sind gefestigt. Oh, wow. Also, das war es also gewesen. Jetzt gibt es noch ein letztes Video. Aber ich muss sagen, es war wirklich ein sehr tolles Spiel. Also ich muss sagen, es war ein schönes, abwechslungsreiches Spiel mit verschiedenen Temperaturen, auch die Krankheiten und so. Also Siedler 6 kann ich wirklich empfehlen. Es ist wirklich ein schönes Spiel. Und nun geht es zum letzten Video. Wir haben also das endlich geschafft. Wir haben endlich den Feind besiegen können und haben ihn gefangen genommen. Ach ja, ist schon schön, schon schön. Muss ich jetzt ein bisschen auskosten, ist lange gewesen. Ein langes Spiel, eine lange Kampagne, aber schlussendlich sind wir jetzt am Ziel angekommen. Ach ja. Dann würde ich mal sagen, lass uns dieses Video abspielen und ich wünsche euch schon mal jetzt noch einen schönen Tag und ich hoffe, ihr werdet auch dieses Spiel mal spielen können. Vielleicht auch einfach die Einzelspieler-Mission, ein paar werde ich auch noch anspielen. Und ja, als nächstes im Programm sind natürlich wieder die Siedler 5.
wie ich ja schon bei Siedler 5 gesagt habe, schon ein bisschen her, so Siedler 5 normal, Siedler 6 normal, dann Siedler 5 die Legenden und dann Siedler 6 das Orient. Hier gibt es nämlich auch noch ein Add-on, das werde ich auch noch spielen können. Aber jetzt kosten wir diesen Sieg und dass wir Frieden gebracht haben. Und jetzt noch zum letzten Video. Schönen Tag und das war der Super F. Darf ich Eurer Majestät vielleicht einen Handel vorschlagen? In diesen Augen, mein Prinz, ist kein Anzeichen von Gnade. Schweig, Dienerin! Hättest du nicht versagt, wäre ich jetzt nicht hier. Und ihr, so selbstgefällig unterhaben, ihr habt gewonnen. Ihr habt den roten Prinzen geschlagen. Ihr habt euer Königreich. Doch lasst mich euch sagen, es ist nur ein schaler Sieg. 100 Jahre und euer Reich wird zu Staub zerfallen sein. 200 Jahre und es ist Geschichte. 300 Jahre und ihr werdet vergessen sein. Genießt euren Triumph, mein Herrscher. Aber ich weiß es besser. Man wird euch vergessen. So wahr ich der rote Prinz bin. 600 Jahre später. Welcher Tag ist heute? Heute gedenken wir unseres ersten Königs. Das stimmt. Vor einigen Jahrhunderten bestand unser Land aus vielen verfeindeten Fürstentümern. Doch der erste König und seine Ritter vereinigte sie und er regierte lange und weise. Diese Geschichte kennt doch jeder aus dem Schulunterricht. Ich mag sie, Papa. Ich mag die Geschichte auch, Prinzessin. Oh, schau mal! Ach ja, ein schönes Video. Haben mir gefallen, diesen Schluss. Vielleicht noch eine kleine Info. Es gibt zwei verschiedene Enden, tatsächlich. Dieser hier ist jetzt von der Version 1.7, halt der neuesten Version von die Siedler 6. Es gab aber noch eine andere, die spielt am Tag. Nur so als Info. Könnt ihr vielleicht auch noch sehen. Vielleicht bei einer älteren Version. Also wenn ihr einfach nicht keine Updates macht, dann bekommt ihr noch die alte Version. So ist keine Info. Also ich empfehle keinen Internetzugang, wenn ihr die erste Version sehen wollt. Aber gut, das war es also gewesen mit die Siedler 6. Ach ja, ich werde jetzt noch diesen Abspann zeigen lassen, wie immer. Und dann würde ich sagen, schönen Tag und bis zum nächsten Mal.
Oh, Easter Eggs. Oh, oh, oh. Nice. I like it. I knew. I read it somewhere. Und ja, was heißt das auf Englisch? Oh, Mann. Easter Eggs. Mann, Mann, Mann. Cool, hä? Nicht schlecht. Gefällt mir. Also, ich würde euch noch mal diese Easter Eggs... Oh, wow, wow. Noch mehr Easter Eggs. Okay. Das war das Ende, geht raus und spielt, war da gerade geschrieben. Okay, ja, das war also eine Wiederholung dann. Also diese Easter Eggs haben mir jetzt wirklich gefallen, aber gut. Ich würde dann mal sagen, das war's gewesen mit dieser Episode, das war's gewesen mit diesem Spiel, die Siedler, Aufstieg eines Königreichs. Und nur vorerst, ich will noch ein paar Einzelspieler, freie Spiele spielen. Eins, zwei werde ich schon noch spielen. Also, es ist fertig mit der Kampagne. Ein schönes Spiel. Also, und eine schöne Kampagne. Hat mir sehr gefallen. Aber gut, das war es so gewesen. Schönen Tag und tschüss.